Oh Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, 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 was man alles ertragen muss, was man alles ertragen muss. Man wird ja immer so in eine Männerecke gestellt, gell? Die Männerecke, in der man da ist und sich dann entsprechend männerhaft verhalten muss. Also, was jetzt heute, also, einkaufen gehe und da so ein Krempelgeschirr abspüle. Und das ist ja eigentlich mehr oder weniger traditionell gesehen Frauarbeit. Und ich meine, Schatzi? Ja. Wir wollen doch heute Abend noch Bellkartoffel essen, noch mit bisschen Hering dazu. Kannst du schon mal die Kartoffel aufsetzen gehen? Oh Mann, immer ich. Was heißt, oh Mann, immer ich, wer denn sonst? Ja, ich mach's ja schon, ist ja okay. Ich danke dir, mein Schatz, ich danke dir. Also, passt auf. Folgendes, kurz, ich habe kürzlich Werbung gesehen, fand ich sehr interessant, für ein geländegängiges Fahrzeug, ein Jeep. Und in der ersten Einstellung ist da so ein Typ mit 3-Tage-Bart. Seitdem habe ich auch nur noch 3-Tage-Bart. Der brettert da durch die Wüste von New Mexico oder Arizona. Und ein Polizeikonvoi verfolgten und jagten. Und da kommt dann, nimm dir deine Freiheit und Werbung, nimm dir dein Event und so. Und ich dachte, wow, cool. Und die nächste Einstellung brettert er mitten durch so Stadt über so Brück, die mich sehr an der Eiserne Stäche erinnert hat. Es war weit und breit kein Mensch halt. Und da stand da, die Stadt gehört dir, hol dir deine Challenge, hol dir deine Experience. Da ist klasse. Hab ich mir so Auto geliehen, bin ich am Wochenende, war recht voll, nach Frankfurt reingefahren, da ist ja der Eisenstich, fahr am Mainufer entlang, kommt der Eisenstich nicht, hast nicht gesehen, zack, Steuer rum, Allrad, hochgebrettet auf der Eisenstich. War halt ein bisschen voll, gell? Also nicht so jetzt wie in der Werbung, waren halt richtig lebendige Menschen da unterwegs, also da waren sie halt noch lebendig. Und naja, da bin ich halt drüber gebrettet. Ich meine, das war ein Erlebnis für alle, gell? Die einen sind ins Wasser gesprungen und haben geschrien, die anderen haben sich oben an dem Metallgestänge festgehalten und die Japaner haben fotografiert, ne? Ich fand's super, ich fand's klasse. Gut, angeblich wird Rettungstaucher heute noch da suchen nach ein paar, aber ich weiß jetzt nur, dass da nicht groß was entstanden ist. Fand's halt nur ein bisschen übertrieben, dass am Ende dann Sondereinsatzkommando da dem Anschlag mit Maschinenpistole und schusssichere Weste und Helme wartete und dass ich ein Handschell abgeführt wurde, nur weil ich ein bisschen Spaß haben wollte. Die Werbung sagt doch, dass mir es nach. Ich soll mir doch mal Stadt holen, die Experience und die Challenge. Ich will doch ein Mann sein, ein echter Mann, der aus der Männerecke, nicht in die Männerecke gestellt wird. Naja, jetzt warte ich halt auf mein Verfahren. Gut, aber ich habe einen guten Anwalt, der sagt, naja, sowas ist mal, sowas passiert mal, kann immer vorkommen und das kriege ich mal raus auf Bewährung oder Geldstrafe noch. Das ist ja nicht so schlimm, das denke ich mir auch, das ist doch nicht so kriminell. Es gibt ja andere Sachen. Heutzutage, wo 18-Jährige mitten in der Nacht irgendwie rausgehe auf die, und trinke einfach mal so Cola da. Also das ist unmöglich, ja, irgendwie mitten in der Nacht. Das dürfen wir ja nicht. Und von daher gesehen, das ist kriminell, das gehört bestraft. Und nicht, wenn mal ein erwachsener Mann sich mal ein bisschen Freiheit nimmt und auf das hört, was die Werbung sagt. Ja, die da oben wissen doch, was sie tun. Die würde doch so Werbung verbieten, wenn es so ein Quatsch wäre. Da muss doch was dran sein, gell? Da kann man doch nicht nur mich allein verantwortlich machen, du solle. Also, nee, so kann es nicht weitergehen. Das muss geändert werden. Das ist meine Meinung. Da bin ich dafür.